Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Wir sind hier in der Demografie und schauen mal, wie es uns so geht. Gut, Alphabetisierung sind wir Erster, war nicht anders zu erwarten, so viel wie wir in die Bildung gesteckt haben. Dann Bruttosozialprodukt und die Fertigwaren, auch die Nummer 1. Weit hinten sind wir bei der Zustimmung. Nur das mal dran liegen. Ich gehe davon aus, das liegt an der Zufriedenheit und an den längeren Unzufriedenheitsphasen, durch die wir halt durchgegangen sind, aber dafür sind wir Zweiter bei den Punkten. Wir haben Winslow Omer, Winslow Homer oder wie er auch immer genannt werden will, zur Welt gebracht in unserem Reich und können jetzt ein großes Werk erschaffen, wenn wir denn da Platz hätten für, haben wir aber nicht. Und haben es in nächster Zukunft höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich sehe nicht, dass ich irgendwas bauen würde, was das bringen würde. Von daher, ja, machen wir ein goldenes Zeitalter draus. Nur 8 Runden. Hätte ich mir länger vorgestellt. Aber okay. Wir haben außerdem in der letzten Folge die Archäologie entdeckt. Und müssen jetzt eigentlich Altertumsstätten auf der Karte haben. Aber ich habe noch keine gesehen. Aber ich sitze auch gerne mal auf meinen Augen. Aber nein. Seht ihr, hier gab's. Hier ist eine. Hier ist eine. Jetzt, ja. Jetzt, wo ich ein bisschen außerhalb der Grenzen schaue. Hier auch. Ja, komm. Die kriegen wir noch zu Bären, oder nicht? Die kriegen wir noch zu Bären dazu. Ja, das passt. Und dann werden wir irgendwann auch mal einen Archäologen bauen, der uns das hier ausgräbt. Ja. Hier haben wir auch keine, ne? Bisschen Marmor hier unten. Da müssten wir vielleicht. Ja, er möchte zuerst die Felder hier. Kommt nicht in Frage. Wir werden die hier, dann sind die ganzen Bauarbeiter auch da, um das gleich zu übernehmen. Dann können wir die verkaufen und machen noch einen schnellen Goldtaler. Die Hungersnot nach wie vor. Gibt es etwas, was wir dagegen machen können? Eine Fabrik bauen. Ein Museum. Museum brauchen wir nicht. Ich wäre doch schon für eine Fabrik. Oder eine Börse. Eine Fabrik. Ja. Sonst ja Essen in der Fabrik produzieren. Dann. Oh, das Gerichtsgebäude. 4 Runden. Das habe ich auch lange vergessen. Lange habe ich das vergessen. Habt ihr mal bestimmt die Kommentare geschrieben, aber ich habe es schon lange nicht mehr gelesen. Aber das werde ich noch machen. Genghis Khan, der Große von der Mongolei, ist freundlich und freut sich, dass alles soweit so gut ist. Es tut uns leid, dass China ein gutes Verhältnis zu Monaco pflegt. Die chinesisch-monegassische Beziehungen sind ja weltbekannt. Heiligsblechle, wo kommt der denn her? Pocatello ist zu einem Ärgernis geworden, da hast du recht, aber. Nee, warte mal, du bist doch hier, Maya. Nee, bist du nicht. Oder? Pakal war das, ne? Hier. Gründe keine Städte in unserer Nähe. Wobei, kann uns egal sein. Kann uns egal sein. Gründe deine Städte, wo du willst. Stockholm. Stockholm. Gibt es etwa den Zoo? Den Zoo natürlich. Ist gut für. Wie viel ist das hier? Kohle 6. Da werde ich vielleicht später drauf zurückkommen. Warum nicht 7? 7 ist nämlich auch eine gute Zahl. Er hier wird nie rauskommen. Das ist schön. Ja. Die Kohle ist jetzt noch nicht wichtig, aber bald. So. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir nicht demnächst mal wieder jemanden angreifen wollen. Wir haben fast kein Militär. Doch, hier steht unser ganzes Militär. Aber wen denn nur? Lasst uns zusammenarbeiten. Jawohl, die Zulu. Wobei, die Zulu sind gar nicht mehr so gut, wie ich sehe. Die Zulu sind gar nicht mehr. Nee, hier ist Askia. Hier unten sind die Zulu. Ulundi. Wo ist er denn? Shaka. Hier im Mittelfeld. Politik einführen. Immer noch keine Ideologie, das ist okay. So, plus 1 Gold von Wissenschaftsgebäuden sind 10 bis 20 Gold. Plus 1 Wissenschaft pro Handelsboss und plus 17% von Universitäten. Da ich davon ausgehe, dass wir in jeder Stadt eine Universität haben
und die circa die Hälfte der Wissenschaftspunkte ausmacht, dann wäre das sind schon viele Wissenschaftspunkte. Das nehmen wir. 379 sind es jetzt. 419. Das ist allerdings viel. Wunderbar. Hier kommt man nicht raus, solange die hier rumstehen, ne? Okay. Budapest leidet immer noch Hunger. Zulu und die Osmanen können sich irgendwie sehr gut leiden. Aber das ist mir relativ egal. Ja, genau. Wen überfallen wir denn jetzt? Istanbul wird sich anbieten als Hauptstadt, aber... Freundschaftserklärung. Ja, lass uns das haben dabei. Aber, ne, das Ding ist, was ist mit dem Kriegsmalus? Um den mache ich mir ja Sorgen. Forschungsabkommen, Eisen, Gold, das machen wir gerne. Ja, Istanbul, ja, wird die eine oder andere Luxusressource bringen. Aluminium zum Beispiel. Ah, nee, Aluminium ist, gehört hier niemandem. Offene Grenzen, okay. Dann wird sich auch noch anbieten, vielleicht doch hier die ganzen kleinen Städte hier zerstören. Aber das bringt uns ja nicht weiter. Das bringt uns ja nicht weiter. Ich würde ja schon gern erobern und auf Feldzüge gehen. Aber ich glaube erst mit Artillerie, Flugzeugen und Killerrobotern. Und dann werde ich gucken, wie schnell kann man die Welt erobern. Warschau. Komm, Warschau baut uns jetzt mal einen Archäologen. Einer bin ich befehle. Und kommst du jetzt raus? Nee. Da werden wir ein großes Werk erschaffen. Murasaki. Niemand hat das Recht, einer Frau gegenüber unhöflich zu sein. Nur weil sie unscheinbar ist. Genau wie niemand das Recht hat, sich ihr gegenüber Freiheiten herauszunehmen. Nur weil sie schön ist. Wohl wahr, wohl wahr. Murasaki Shikibu. Die Geschichte vom Prinzen Kenshi. Ein sehr schönes Zitat. Das werde ich mein Repertoire aufnehmen. In mein Repertoire an lustigen Party-Anekdoten. Washington hat Frieden mit Pocatello geschlossen. Na. Abmachung Pocatello Trüffel. Lass mal da nachfragen. Ah, geh erst in die Diplomatieübersicht und schau, ob es jemanden gibt wie Nebukadnezar, der zum Beispiel ein bisschen zu viel Räucherwerk hat, aber kein Interesse an Dingen, die wir haben. Wie wär's mit 9 Gold pro Runde? Ja. Sieht nicht so aus, als ob jemand zu viel... Das hätten sie ruhig ein bisschen übersichtlicher machen können hier. Das sieht ja nach nichts aus. Weißt du, guck hier, Luxusgüter, aha, okay. Und dann sind aber hier die Luxusgüter und warum haben wir hier überhaupt keine? Ach. Okay, keiner dabei, der unsere Luxusgüter haben will. Ja, dann gehen wir doch mal zu... Wem gehen wir da? Wer hat Geld? Mit den Portugiesen verstehen wir uns gut. Die haben aber kein Interesse an unseren Luxusgütern. Askia. Wobei Askia halt so weit vorne ist, ne? Den möchte ich nur ungern noch weitere Vorteile gewähren. Äthiopien. Washington. Sag mal, habe ich jetzt überschüssige Luxusressourcen oder nicht? Trüffel. Salz. Räucherwerk. Naja, ich gehe mal davon aus, dass wenn jemand Interesse an einem überschüssigen Luxusgut hat, das ich vielleicht habe, dann meldet er sich schon. Von ganz allein. Denke ich mal. Hier oben ist auch eine Altertumsstätte. Auch wieder viel zu weit weg. Heieiei. Stockholm kommt da nicht hin. Berlin kommt da nicht hin. Salamanca kommt da hin. Na, sollen sie ruhig. Sollen sie ruhig. Mir doch egal. Nebukadnezar ist eine Gefahr für die Ordnung dieser Welt geworden. Das glaube ich nicht. Der olle Nebu. Ah. Eine Nation, die ihren Boden zerstört. Zerstört sich selbst. Franklin Delano Roosevelt. Der Weltkongress heißt die Stadtstaaten willkommen, weil das Industriezeitalter eingetreten ist, weil eine Zivilisation das darauffolgende oder die Hälfte des Industriezeitalters erreicht hat. Das bedeutet, der zweite Gipfel in Lissabon wartet auf unsere Abgeordneten. Wie wäre es, wenn wir uns mal selbst wählen würden? Mit allen beiden Abgeordnete einsetzen. Seid ihr sicher? Ja. Dazu kommt... Oh, Schützen. Schützen haben wir schon lang. Da habe ich mich schon sonst gefreut. Leider können wir in Achurau nur... Ach, was? Bau doch mal hier so ein Arbeitsboot. Dauert ja nicht lange. Aber einer bin ich befehle. Kommst du jetzt raus? Jetzt kommst du raus. Wäre doch gelacht, wenn wir dich dann nicht mal rausbekommen hätten.
Vor allem hast du hier noch halb Amerika zu entdecken. Nur halb Amerika? Ja, Südamerika. Wo anscheinend noch niemand gesiedelt hat. Oder vielleicht doch? Fehlt uns nicht noch jemand? Nee, nee. Ja, uns fehlt schon lange niemand. Sonst hätten wir ja gar nicht den Weltkongress mitbekommen. Wir hatten Kontrolle über Mombasa, Kongo. Das war mir auch neu. So, ich drück mal hier auf E, damit er es alleine macht. Wir werden ein weiteres großes Werk erschaffen. Claude Debussy. Das tut mir echt leid, dass die Musik nicht kommt. Ich habe Musik ausgeschaltet. Und das haben sie blöd gemacht. Da möchte ich beim nächsten Patch doch gerne die Musik hören, wenn ich denn ein großes Musikstück kombiniere. Berlin. Karawanhof, nee, Tempel, nee, Schmiede, nee. Opernhaus, ja, Zoo, ja, Börse, ja, Fabrik, ja, aber Fabrik. Kupfer an ganz viele hier. Das hört gar nicht mehr auf. Das haben wir erledigt. Mbasa Kongo ist uns egal. Produktion wählen. Bern hat die Fabrik erledigt. Jetzt Geld oder Kultur. Plätze für großes Kunstwerk oder Artefakt 2. Kunstwerke 2. Börse. Wie viel verdient er denn? 36. Wir brauchen momentan 17, also gut, knapp 20 Runden bis zum nächsten. Bis zur nächsten Sozialpolitik. Schrägstrich. Da müssen wir schon, also Schrägstrich dann später die Ideologien. Da müssen wir schon Künstler da auch reinhauen. Mach mal die Börse. Wir kaufen uns einen Sieg mit Geld, wenn es sein muss. Militärwissenschaft. Ich hoffe, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich hoffe, damals gewusst zu haben, was ich mache. Tut uns leid. Aber Genghis Khan ist uns egal. Nicht wirklich. Aber wir werden ihm jetzt nicht noch die letzte Stadt nehmen. Ankara. Die soll er ruhig behalten. Ich möchte nicht wieder hier als der große Zivilisationszerstörer gelten. Sehr gut. 7 Gold pro Runde. Ja, doch, oder? Mach das mal weg. Nein! Oh! Shaka, ich bin gleich wieder hier. Vergiss mich nicht. Shaka! Ich wollte gucken, ob ich denn überhaupt überschüssig habe. Das Kupfer. Aber ja, guck mal, wie viel Kupfer ich habe. Ja, 3 Kupfer. 4 Salz. 7, 14 hätte ich da gerne für. Perfekt. Perfetto. Jetzt gehen wir mal alle durch, oder was hier? Nee. Guck mal, wir haben so viel über. Aber... Okay, wir können die auslassen, bei denen wir schon waren. Aber... Wir wissen halt nicht, wer da Interesse dran hat. Hier, guck mal. Kupfer, Salz. 14 Gold pro Runde. Nice. Oh. Kennt ihr den Film The Room? The Room gilt als der schlechteste Film, den es jemals gab. Manche sagen Plan 9 from Outer Space, aber The Room ist dann ja der moderne Klassiker dazu. The Room will ein guter Film sein, ja. Also er hat anscheinend 3 bis 4 Millionen gekostet bei der Herstellung, beim Dreh. Aber... Er ist einfach nur unglaublich schlecht geworden. Auf so vielen Ebenen ist er schlecht geworden. Du hast wahrscheinlich gar kein Geld, ne? Jetzt haben wir hier Färbemittel und Salz. Wieso haben wir kein Marmor? Wir haben doch Marmor en masse. Naja, lass mal das. The Room. Tommy Wiseau ist sowohl der Hauptdarsteller, als auch der Regisseur, als auch der Drehbuchautor. Als auch, was weiß ich, was er nicht noch alles gemacht hat. War keine gute Idee. Er hatte einen Traum. Einen Traum, einen großen, guten Film zu machen. Wir nehmen hier natürlich die öffentliche Schule. Aber er ist an diesem Traum zugrunde gegangen, gescheitert. Was heißt zugrunde gegangen? Ein Kolosseum für die Zufriedenheit. Wir sind hier in der nächsten Runde wieder bei Null. Er selbst ist, glaube ich, ganz glücklich. Ihm geht's gut. Macht euch um ihn keine Sorgen. Aber sein Film, The Room,
ist eben, oh, dem geht's schlecht. Sehr schlecht. So, was haben wir denn? Haben wir Stadtstaaten, die mir lagern, voriger Weg Monaco. Genau, dann macht das auch weiterhin. Das Arbeitsboot ist ja auch fertig. Dann hat Attirau dann noch demnächst wieder die Gelegenheit, größer zu werden. Die Militärwissenschaft für die Militärakademie und das Brandenburger Tor. Oh oh, wenn wir da mal mit Attilanisch. Was mit uns in der Mongolei? What the what? China, ich würde aufpassen, was ich sag. Wenn ich du wär. Wu-Tang. Sorry, da musste sein. Attila ist einem großen Ereignis geworden. Attila, ja komm, lass uns anfangen. Was hat uns Attila entgegenzuwerfen? Es wird Zeit für Krieg. Lass uns anfangen, Krieg erklären. Ankara, guck mal, sie haben noch Trebuchets. Trebuchets. Gegen die gewinnen wir alle mal. Gegen die hier nicht so, ne? Was? Attila hat Frieden mit Suleiman geschlossen. Toll, jetzt wo wir am Anfang. So. Hoppla. Wo kommt ihr denn her? Naja, aber das geht ja schon klar. Was habe ich davon, dass ich Krieg gegen Attila beginne? Spaß. Spaß an der Freude. Ich dachte, der hier wäre meiner. Ist er aber gar nicht. Ja, jetzt haben wir das Problem wieder mit Ankara, ne? Bring mal die Kanonen in Stellung. Und dann schauen wir weiter. Ja, die Guten hier mit nach vorne, ja. Dich auch. Ach, ihr seid alle Musketier. Ihr könnt schon längst so schützend sein. Ja, ja. Machen wir gleich. Wir haben genug Geld. Attila hat Frieden mit Suleiman geschlossen. Die Hunden, bla bla bla. Hier, Wada hat Frieden mit Pocatello geschlossen. Jetzt, okay. Und Haile Selassie hat den Krieg erklärt. Okay. Das heißt, Haile Selassie ist auf unserer Seite. Die Frage ist nur, wird er eingreifen? Er hat Zugang zu Ankara, wenn er will. Aber die Frage ist, zieht er das durch? Mit dem ganzen Geld, das wir haben, werden wir 160 kostet das. Habe ich genug, um nächste Runde dann noch genug abzugraden? 200. Wart mal noch. Schauen wir gleich mal. Wenn die Musketiere hier sind, dann werden wir die auch zu Schützen upgraden. Ein osmanischer Siedler und ein schoschonischer Pferdenleser treiben sich bei Berlin rum. So. Ein hunnischer Trieb. Ja, mir wäre es recht, wenn ihr mal angreifen würdet, anstatt hier noch rumzustehen. Ja gut, aber dass ihr hier einen Schritt zurück seid, kann ich verstehen, sonst wärt ihr ja von Ankara angegriffen worden. Hier, wir erhalten einen großen Kriegstreiber-Malus, wenn wir diese Stadt erobern. Wir halten einen kleinen Befreiungsbonus, der vorige Kriegstreiber-Malus entfernt, wenn ihr diese Stadt befreit. Wenn wir diese Stadt befreien, dann würde sie ja an Suleiman fallen, nicht wahr? Will ich, dass Suleiman die Stadt bekommt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du gehst hier nach Rom und von dort aus kontrollierst du die ganze Küste hier. Wir müssen schauen, ja, Monaco ist sehr gut. Wir müssen schauen, dass wir hier keine keine Karawanen verlieren. Brauchen wir so viel? Komm, nimm mal mit. Hier oben hast du ja eh nichts zu tun. Also kommst du mal mit. Du bleibst aber hier. Genau. Ah! Dich haben wir ja auch noch. Hätte mal fast vergessen. Komm mit. Produktion wählen. So. Weil wir werden die Zufriedenheit brauchen. Ewi erkunden. Und wir haben Buenos Aires getroffen. 15 Gold. Sehr schön. Du gehst so viele Schritte vor, wie du kannst. Und dann wirst du abgegradet. Das sind alle Schritte, die du kannst. Okay, nächste Runde. Annehmen. Salz haben wir genug.
Portugal, Indien sind jetzt Freunde. Okay. Attila hat Frieden mit Ramkhamhaeng geschlossen. Sag mal, Attila, kann das sein, dass er mit allen im Krieg ist? Keiner irgendwie die Schüsp besitzt, ihn anzugreifen. Hier ist noch eine Altertumsstätte. Ah, gut, dass ich hier einen Archäologen baue. Buenos Aires scheint sich gegen Barbaren, verteidigen zu müssen. Aber ist gar kein Problem für sie. Eieiei, mein Computer war auch mal schneller. Früher! So, jetzt pass auf. Warum steht hier einer, den wir nicht sehen können? Jetzt pass auf. Geh hier hoch. Nur eins vor, damit du von der Stadt nicht angegriffen werden kannst. Upgraden müssen wir dich auch. Und... ja, dann komm ruhig mal rüber. Wo kommst du her? Haben wir dich bekommen von irgendjemandem? Kann das sein? Die Kanone brauchen wir hier. Und der Schütze kommt mit. Der Schütze verschanzt sich. Dann kommst du hierher und upgraden. Ja. Sehr gut. Börse, Museum, Münzanstalt. Wir machen es in Münzanstalt. Dauert nur noch zwei Runden. Kannst du ja nur gewinnen. Rom. Rom ist eine unglaublich schlechte Stadt. Arbeitsboot, damit... 7 Runden für ein Arbeitsboot. Ja, okay. Ist okay. Ihr seid noch junge Stadt. Ihr müsst da noch nicht die Besten der Welt sein. Der Wissenschaftsberater empfiehlt uns eine Wassermühle. Das ist interessant. Nicht etwa die öffentliche Schule. Sollen wir die Wassermühle nehmen? Ja, das ist für Wachstum gedacht. Wachstum können wir uns momentan nicht wirklich leisten. Die Werkstatt ist natürlich nice. Für mehr Produktion. Wir haben ja eh schon viel Produktion. Die nehmen... Zirkus. Sehr gut. Ansonsten gibt es ja nichts Neues. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Und in der nächsten Folge versuchen wir... ja, Ankara irgendwie einzunehmen. Wobei, ja, die, ja. Ich glaube, wir haben ja gar keinen Kriegstreiber, Malus, ne? Wenn dann von da, von hier so ein klein. Aber befreien? Ich weiß es nicht. Naja, werden wir sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.